Hallihallo zur nächsten Folge vom Ranch Simulator. Zusammen mit Mitch und nachträglich, dann kommt noch Chris wieder dazu. Der ist nur kurz AFK. So, Mitch fährt gerade zum. Sorry, hi. Ich bin auch da. Hallo, my sunshine. Ja, Mitch fährt gerade zum Baumarkt. Sie wollte noch etwas besorgen. Metall. Nur Metall oder auch Beton? Ja, ich weiß nicht. Soll ich mal beides mitbringen oder eher nicht? Es würde ja nicht schaden, wenn man etwas auf Reserve hat, oder? Ja, das stimmt allerdings. So, und ich killte weil schon mal ein paar Bäumchen noch. Ich unterstütze Chris bei seiner Arbeit. Das ist nett von dir. Oh ja, ich bin immer nett. Ich fühle mich so happiness nett. Ich gehe gleich hier. Ja, kennst. Das Problem ist, ich lebe mit mir selber. Ich kann von mir nicht fliehen. Wie viel Geld haben? Ah ja. Toll, wie viel braucht der? Metall kostet 10. Ja, das sind immer mehrere in einem. Das kannst immer so ein. Das ist so ein Bündel, was du da kaufst. Ein Bündel, verstehst du, was ich meine, oder? Ein Bündel. So. So, und wir sind diesmal schlau. Wir nehmen die Kreissäge und stellen sie einfach hier bei die Bäume hin. Man muss nicht jeden Baumstamm dahinter tragen und dann die Bretter wieder vortragen. Das wäre ein bisschen schwachsinnig. 375, auch mir blutet mein Herz. Ich war Chopin. Ja, die EC-Karte glüht. La la la, ba da da da. Hast du noch einen Kanister noch gekauft zur Sicherheit? Ja. Boah, Mitch, du bist schlau. Kannst du gleich voll machen. Werde ich auch gleich tun. Aber ich brauche wirklich so eine kleine Werkstatt oder sowas, ne? Da hat der Chris schon recht gehabt. So, wir machen Brett. Also Brett, nicht Bett. Ach so, ich wollte ihm ja eigentlich noch, oder dir noch einen Schlafsack oder so. Ja, du, wir haben das Zelt auch noch. Ach so, hier war das, glaube ich, gerade. Was ist das? Das wird zu teuer sein. 15. 15, ja, dann kauf. Dann am besten gleich drei, dann schlafen alle in der Scheune. Ja, ist wieder eine spannende Folge. Wir schon zu wie eine Kreissäge gearbeitet. Aber jetzt verstehe ich auch, was Chris meinte, wir bräuchten mehrere Sägen. Das Ding ist echt langsam. Und wie geht's dir sonst so, Mitch? Gut, ich spiel grad Tetris. Kenn ich. Das ist bei diesem Auto immer nervig. Deswegen, wir brauchen echt mal einen Anhänger, ne? Da geht's nicht deutlich leichter. Das ist allerdings wahr. Oder ein LKW einfach gleich kaufen. Hat sich erledigt. Kriegst du alles rein. Stimmt, beim letzten Speicherstand haben wir sogar einen LKW gehabt. Oh, das wird wieder witzig wie die Schweine. Wenn die wieder hinten in der Klappe drum flacken. Ja, stimmt. Aber das müssen wir jetzt gar nicht mal machen. Wir haben ja die Kühlbox und es geht ja viel einfacher jetzt. Das stimmt, ja. Ja, ich bin aber gespannt, ob würde die Bäume jetzt nachwachsen. Ja, das ist. Bin ich auch gespannt. Sind überhaupt wieder kleine da? Also, ja, ich sehe zwar kleine, aber ich weiß nicht, ob die neu sind oder alt sind. Ach so. Das kann ich jetzt aktuell noch gar nicht beurteilen.
Ah, minus 1, minus 1, minus 1, fängt das Spiel schon wieder an. Oh, mehr können wir uns nicht leisten, das ist blöd. Mi, 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 mi. Aber krass, ne? Wir haben schon nächster Tag, es ist Sonntag. Oha, wie, was, wie Sonntag? Ja, jetzt ist schon wieder Sonntag bei uns. Also im Real Life. Achso, stimmt. Aber vielleicht spiele ich doch ein bisschen Medieval Dynasty. Darauf habe ich noch richtig Bock. Ich habe Bock. Bock. Ich habe Bock. Oh mein Gott. Ich weiß, ab Was? und zu mal die Fresse halten. Ist immer hilfreich. Ups. So. Schüterli. Ich bin der Vitali. Dauert das ewig. So. Hier ist da. Wo hast denn die Säge jetzt hin? Da Hier hinten, hinten? ja, weil ich hier die Bäume umgerissen habe, also ich dachte, bevor ich jetzt den Holzstamm dahinter trage. Okay, hier wäre noch für dich ein Ersatzkanister, das aber jetzt nicht ganz voll. Weiß ja wurscht. Dankeschön. Da einmal Luftmatratzenlager aufschlagen. Hier, in die Scheune. Dann können wir das Zelt abreißen. Ist das Zelt nicht zum Speichern gedacht? Das speichert auch bei jedem Mal schlafen. Ah, okay. Also brauchen wir das Zelt dafür gar nicht mehr. Und ich kann es auch gar nicht abreißen. Oh. Naja. So, wo soll ich jetzt? Soll ich einfach ans Haus oder in die Scheune das Zement und so? Ja, sucht es aus. Ich leg's ans Haus. Grund dir wurscht. So Lagerschuppen bräuchte halt mal auch mal, ne? Ja. Aber ich muss mal schauen, ob man diese alte Scheune irgendwie renovieren kann. Nee, leider nicht. Ach, schade. Also Abreiß, Neubau im Grunde dann. Ja, wie alles. Ja. So. Machst du hier weiter? Mit dem Holz machen? Hm? Ja, ein paar Bretter mache ich gerade nur. Okay, dann gehe ich mal jagen. Schaffst du es alleine? Wirkst du tot? Schauen wir mal. Ja, gut, nur verzeihbar Gott und kann dir entgegenkommen dann. Eben, eben. Ja, bloß jede Folge jagen ist auch ein bisschen langweilig. Ja. Man muss auch ein Aber bisschen ich mach's Abwechslung bringen. trotzdem, also ich mach's trotzdem, weil wir müssen ja Geld machen, Geld. ja. Ja. Da hast du recht, Mitch. Da gebe ich dir vollkommen recht und unterstütze deine Entscheidung. Das ist nett. Ja, so bin ich. Ich spiele ganz nett. Soll ich den Haus dann weiterbauen vom Chris oder soll ich das lieber dem Chris überlassen? Lass es mit Chris. Ja, gut. Du kannst ja schon mal was anderes anfangen, was mit Holz halt geht. Ah, jetzt. Ja, ich habe eine Idee. Mit den Schweinen bekommen wir ja Fleisch. Ja. Ich mache eine kleine Wurstfabrik. Ja, mach's. Ja, wo man den Fleischwolf und so was alles reinsetzen kann. Ich glaube, es kann chillig werden. Chillig. Verstehst du, was ich denke? Schlick. Gut. Baumenü. Ein einfaches Holzfundament. Vielleicht haben wir jetzt ein Problem. Warum? Hier an unserem Spawnpunkt laufen keine Bären mehr rum.
Das ist schwierig. Chris, bist du wieder da? Ja. Hi, ich Chris. Ich habe Zement und Beton, wollte ich sagen. Metall geliefert. Sie hat geliefert. Sehr schön. Und wir sind übrigens wieder eine Aufnahme drin, ne? Okay, aber ich bin jetzt gleich schlafen. Oh, okay. Ah, okay. Willst du dann deine Hütte jetzt noch schnell zu Ende bauen? Ja, ich brauche noch ein bisschen Holz. Ist alles lieber dir. Ich habe Holz gemacht. Alles nie. Ah, da ist die. Perfekt. Ja, ich weiß, danke. Perfekt, mit solchen Azubis kann man arbeiten. Wie Azubi? Schon frech. So ist er. Hey, vielleicht, ja. Vielleicht steigst du bald zum Gesellen auf. Ja, aber ich habe es schlau gemacht. Ich habe die Säge einfach neben dem Holz neben dem Gebäude hingestellt und da in der Nähe gleich das Baum abgerissen. Das Baum abgerissen. Ich habe wieder einen Deutschmann an. Das ist schrecklich. Ich kann dir jetzt gleich sagen, die Scheune ist fertig. Yay. Nice. Ich glaube, wir haben alle die Tiere ausgerottet. Ach, die werden schon wieder kommen. Ah, hier ist ein Bär. Hier ist ein Bär. Ja, Mitch macht noch ein bisschen Money. Sehr schön, auf jeden Fall haben wir jetzt ein Haus. Eine Scheune. Cool. Haus. Ja, das erfreut uns doch. Und gleich haben wir auch eine Fleischerei. So, als nächstes bauen wir ein Hochhaus. Alles klar. Aber tatsächlich könnten wir das sogar hier machen. Mit genug Holz, ja. Ja. Und genügend Mühe. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass das, dass die kleine Metzgerei nicht größer wird wie das normale Haus. Das wäre sonst ein bisschen Grinch. Verstehe ich, wie ich fühle. Immer. So eine Türe. So, fertig. Wir haben eine Scheune. Das ist sehr gut. Chris, ich freue mich. Warum klingt das so, als wenn du dich nicht freuen würdest? Weil ich gerade einfach nur konzentriert bin. Also es hat jetzt nichts mit deiner kunstvollen Art zu tun, eine Scheune zu bauen. Hey, das war eine Menge Arbeit, ja? Ja, das glaube ich dir. Noch nicht wirklich. Dann mal die Kreissäge ausgemacht. Oh, die habe ich vergessen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass du die vergessen hast. Du hast gedacht. Was macht er ab und zu? Das klingt irgendwie so eigenartig, ne? Hey, kurz dir erst den Kalender an. Ach, wir sind wieder so liebenswürdig zueinander. Immer. So muss das. Aber das Bauart ist gar nicht mal so kompliziert. So ein Haus zu platzieren. Wenn er weiß, wie es geht, dann nicht, nö. Also ich hatte es mir ganz schwierig vorgestellt. Es ploppt ja schon mehr oder weniger freiwillig hin, wo es sein soll. Hm.
Gut. Ich bin dafür, dass sie einen Harvester in dieses Spiel einbringen. Ein was für ein Viech? Ein Harvester. Für die Bäume. Ach so, okay. Kann man auch färben, also streichen die Wand? Wir sind hier nicht bei Stardust Factory. Schade. Muss mal gucken. Die Lampe überblendet echt alles. Oh, warte mal, könnte ich doch eigentlich noch so eine Box bauen? Cool. Ja. Die hier. Brauche ich 10 Metall? Haben wir rein zufälligerweise? Ich weiß nicht, ob wir das schon haben. Metall, ja, wenn, dann liegt es am Haus. Mehr können wir uns aber auch gerade nicht leisten. Ja, haben wir. Warum bin ich denn jetzt in der EO-Modus? Ich weiß es nicht. Was hat denn jetzt gemacht? Ach, mit V! V gedrückt halten, kommst du in den Eco-Modus. Ah! Alles muss man. Hier sind Baumstämme. Ja, ich. Hier auch gerade. Entführt er mir meine Kreissäge? Hey, ich hab's mir nur zurückgestellt, genau genommen. Mach mal, ich brauch nur 11 Holz. Ja, warte, ich mach gleich. Ich guck grad den Kanister. Ich find's cool, dass man jetzt seine eigene Häuser platzieren kann. Also selber so bauen kann. Ja, weil früher war es immer so vorgefertigt, wo was hingehört. Das war immer so ein bisschen so kritisch. Und dann fahre ich schon mal die nächsten Bäume. Ich glaube, die Kreissäge hast du scheiße hingestellt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht aufgepasst, wie ich es hingestellt habe. Ich glaube, scheiße, deswegen sage ich es ja. Mimimi, ist mit dich zufrieden, dieser Chris, weißt du? Niemals. Ich gebe mir so viel Mühe. Wenn ich nicht zufrieden bin, dann meckere ich. Nicht. Yep. Wird ihr auch zu Holz? Boah, ich wäre ja voll dafür, dass wir Holzbretter einfach kaufen. Du kannst sie auch kaufen? Ja, man kann sie auch kaufen, aber es ist teuer. Willst du sie kaufen, wenn wir die selber herstellen können, kostenlos? Das ist mit Arbeit verbunden. Ey, ich habe innerhalb von, ich weiß nicht, 10 Minuten eine ganze Scheune gebaut, ja, also bitte. So, schau, so hättest du sie schneller bauen können. Okay, du brauchst die Säge noch. Sonst hätte ich sie mir hinten zu meiner Baumstämme platziert, schnell. In der Zeit noch ein paar Bäume fällen. Ja, das Gebäude, was ich dann mache, ist dann für Fleisch. Weil es gibt so einen Fleischwolf und sowas, weißt du? Und man kann auch Fleisch lagern in solche komischen Schränke. Also machen wir so die kleine Metzgerei mit rein. Ja, weil durch die Scheune, wo du gebaut hast, kriegen wir Schweine. Okay. Ja, und Schweine. Ich dachte, da können wir einfach die Autos reinlagern und parken. Das. Ach, du wolltest einfach nur eine Garage bauen. Wenn es genau nimmst, ja. Naja. Auf dem Schwein kannst du auch reiten, von daher. Drei noch. So hink. Ach, locker. Hier sind ein paar Bretter über für dich. Das kannst du nehmen. Jo, dankeschön. Mitch, wo bist du gerade? Also wenn ihr wollt, wir haben jetzt auch noch eine Box, ne? Ja. Mhm. Sieht aus wie eine Pferdebox.
Vielleicht ist es sogar eine. Das kann gut möglich sein. Ja, so. So, jetzt machen wir das Licht hier an, man sieht ja gar nichts mehr. Dann bringen wir mal die Kreissäge nach hinten. Oder brauchst du diese gerade noch? Nee, nee. Gut. Eine Scheunenbox habe ich jetzt gebaut. Wollen wir mal schlafen gehen? Ja, das wäre von Vorteil. Ihr könnt schlafen gehen und ich gehe dann auch schlafen, aber ich gehe schlafen in Real Life. Okay. Alles klar. Chris, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Wir hoffen, wir sehen dich wieder in der nächsten oder irgendeiner anderen Folge wieder. Wenn ja, du Bock hast. Ich gehe schlafen auf dem Bett. Okay. Gute Nacht, Chris. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gut. Meine Damen und Herren, somit hat sich Chris für diese Folge verabschiedet. Ja, keine Ahnung, ob er in der nächsten Folge dabei ist oder nicht. Das kommt dann auf in der nächsten Folge. Ich gehe jetzt nochmal nach Tieren suchen. Okay. Erstmal schaue ich zum Huhn. Stimmt, das Huhn, das vergessen wir jetzt gerade irgendwie immer, gell? Nee, ich schaue immer danach, Gott sei Dank. Ja, okay. Ja, eins ist schon gestorben. Ja. Chicken Nugget. So, jetzt hat. Das Chicken ist Nugget. Gesundheit. Gesundheit. Bitte. Ja, meine Damen und Herren, heute ist eine reine Wir-machen-Holz-Folge. Aber es gehört halt auch einfach in dieses Spiel dazu. Leider. Aber du könntest ja mal im Stall dann auch zeitig gucken. Wo fahre ich denn lang? Naja. Dass da auch so ein Holztrog drin ist, falls wir dann mal ein Schweinchen kaufen können, dass wir da das Essen reinmachen können. Ja, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit dafür. Und ins Zaun brauchen wir auch wieder rum, gell? Über das ganze Ding. Ach, wir haben noch so viel zu tun. Oh. Was los, Mitch? Ach, mein Auto hat schon wieder umgehauen. So, jetzt schau ich mal, ob da wieder Bären sind. Niemals! Wenn nicht, dann müssen wir uns irgendeine andere Methode für Geld. Hirsch. Ja, da gibt's auch nicht so viele. Also ich bin jetzt gerade vorhin über die ganze Map gefahren. Okay. Ja, Bären gibt's hier nicht mehr. Verdammt. Mann, wir haben die Bären ausgerottet. Aber voll. Ja, Mann, die werden schon wieder kommen. Aber ich weiß jetzt wirklich, was Chris gemeint hat, wir brauchen eine zweite Säge mindestens. Und es dauert so übelst lang, bis so ein Brett mal entstanden ist. Und dabei stehst du einfach nur dran und schaust zu, wie das Ding arbeitet. Bär. Echt? Nice. Wie viele hast du eigentlich gestern jagen können? Ein Bär und ein Hirsch. Oh, scheiße. Also so gut wie gar nichts. Ja, weil es auch einfach nichts mehr gab. Na. Ja, aber zum Glück können wir bald mit Schweine anfangen. Ich hoffe es. Da ich gerade mein Ziel, dass ich als nächstes vielleicht ein Schwein kaufen kann. Ja. Dass wir irgendwie einen Puffer haben, weil... Das stimmt über die Bühne, weil das Huhn bringt ja gar nichts. Nee. Das ist eine Ei pro Tag. Für 6 Cent am Schluss. Aber ich bin schon gespannt, wie das so ist, wenn wir so mit dem Metzgerei sowas alles haben.
wenn wir so richtig mal anfangen können zu verwursten. Ich glaube, da kriegt man schon gutes Geld dann am Schluss raus. Aber das Käse machen hat mir auch mal Spaß gemacht. Ja, nur hat's keiner kapiert. Ja, mit dem Blauschimmel und sowas. Stimmt, habe ich auch nicht kapiert. Aber hier geht's jetzt besser irgendwie. Was war das? Ein Nasenputzer. Ach so. Das klang halt ganz irgendwie komisch. Nein, nein. So, Holz. Allein schon, wie viel die Bodenplatte jetzt an Holz braucht, das ist schon echt abnormal. Oh, dieser Tank, das ist echt übel. Der ist gleich wieder leer. Also das haben sie verschlimmt besser dann, oder? Auf jeden Fall. Ist ja nicht normal hier. Ja, wenn ich einmal ein bisschen fahre, fast der ganze Tank leer ist. Ja, das ist cringe. Also so wie du es, warte, Holz? Ach super, mir ist gerade Holz runtergeflogen. Oh. Ich komme nicht mehr ran, weil genau da die Bodenplatte vorsteht. Wie kann man sich da wieder bücken in das Spiel? C. Krieg ich dich jetzt aufgenommen? Nein. Okay, schade. Das Holz kann da unten vergammeln. Meine schönen Bretter. Ja. Was hast du gerade wieder gekauft? Verkauft. Ach, verkauft, okay. Ja, ich habe nur ein Dollarzeichen gesehen. Und aktuell bei unserer Lage denke ich immer, oh, Geld verloren. Nee, aber ich muss eh gleich wieder tanken, also doch, ja. Also was du gerade eingenommen hast, wirst du gleich wieder ausgeben. So in der Art, ja, weil ich werde jetzt auch meinen Kanister hinten drauf, dass, falls nochmal was passiert, dass ich einen dabei habe. Ja. Ja. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet oder ob ihr es schon mal selber gespielt habt. Oder die, wo ich von früher noch kennen, ohne die ganzen Updates. Ob jetzt, also ja, wie ihr die ganzen Verbesserungen das findet. Würde mich auch mal interessieren. Also ja. Ich muss echt sagen, ich finde die Karte haben sie echt schön gemacht. Neu. Das stimmt, ja. Und ich bin auf den Barbier gespannt. Ja, aber das dauert bestimmt wieder ewig. Ja. Aber hoffentlich werden sie keine Map-Veränderungen wieder machen, sodass wieder all die ganze Fortschritt wieder weg ist. Das Problem hatten wir, also. Aber wann haben wir das letzte Mal gespielt? Weil das im... Da, als es eigentlich rauskam, so. Vorletztes Jahr, glaube ich. Im Mai ungefähr war das dann, oder? Da habe ich ja schon wo hier gewohnt, wo wir es angefangen haben zu spielen. Nee. Doch. Nein, da hast du noch nicht da gewohnt. Echt nicht? Nee. Aber wo ich hier gewohnt habe, haben wir es auf jeden Fall auch gespielt. Warte mal, ich kann ja mal schnell gucken. Also ich könnte mich erinnern, dass, wo mein Computer da drüben stand, im Nebenraum, dass ich da saß und wieder gespielt habe. Jetzt hier. Ah, ich habe schon wieder das Holz verloren.
Kann man nicht sehen. Eigenschaften. Ja, ist ja wurscht eigentlich auch. Nee, das interessiert mich jetzt. So, gleich ist die Bodenplatte eigentlich mal fertig. Allzu viel fehlt nicht mehr. Siebter 4.21. Doch, Tatsache, da hast du da schon gewohnt. Genau, da habe ich schon gewohnt. Ach ja. Na, die Zeit vergeht. Ja, okay. Wie im Flug. Ja. Rein damit. Und weiter geht's. Noch ein Stück Holz. Noch ein Vergnügen. Das ist die kleine Kaugummi-Arbeit hier. Das zieht sich wie Kaugummi gerade ein bisschen. Oh, Mitch. Mhm. Wir sind bei 31 Minuten. Schon wieder? Ja. So, meine Damen und Herren, ihr wisst, was es bedeutet. Das war's für unsere Samstag-Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Haut raus. Tschüss.